Willkommen til AUFs Sommerlager på Utøya. Willkommen zum Sommerlager der AUF auf Utøya. 2 Jahre lang waren wir auf Gulsrud, der Hütte, wie wir es genannt haben. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein auf der Utøya. Gestern hörten wir, was unsere Insel bedeutet für Menschen, für die AUF, für Norwegen und sogar für die ganze Welt. Und es ist so wahr, was ein kluger AUF-Mitglied einmal sagte: AUFs Hauptquartier liegt nicht auf dem Youngstorget in Oslo, es liegt hier. Das ist unser Heim. Liebe AUF-Mitglieder, heute sind wir Teil eines Größeren als wir selbst, sowohl als Teil einer langen Tradition mit den Sommerlagern auf Utøya, und gleichzeitig sind wir hier zum ersten Mal seit den Terrorangriffen gegen unsere Organisation und der Nation im Jahre 2011. Am 22. Juli wird immer ein Teil der Geschichte Utøyas sein. Alles, was wir durchmachen mussten, alle diese schweren Tage. Aber dieser Tag wird auch immer ein Teil der Geschichte Utøyas sein. Der Tag, an dem AUFs Sommerlager wieder hier auf der Utøya stattfand. Gestern hörten wir viele Geschichten um unsere Insel und die nächsten Tage werden wir weitere hören. Aber die wichtigsten Geschichten sind vielleicht die, die noch nicht erzählt worden sind, die, die in der Zukunft Geschichten werden. Linn Kristin beschreibt in unserer Zeitschrift, Utøya sei ein Platz, wo Blumen sprießen. Sie schreibt: Einige der schönsten sind weg. Viele wachsen weiterhin. Die meisten sind immer noch nicht ausgesät worden. Sie hat so recht. Ich freue mich auf die Fortsetzung. In der ganzen Welt sehen wir die Jugend als die Mutigsten. Es ist die Jugend, die verändert. Das zeigt Malala, die gegen den Taliban vorging. Das zeigten die Jugendlichen im Mittleren Osten während des arabischen Frühlings bei der Frage nach mehr Demokratie. Und es zeigt die Jugend in Europa, die Beschlüsse fordert, wenn die Finanzkrise Hunderttausende in die Armut treibt. Die Welt ist voll von Jugendlichen, die wollen und können. Und hier auf Utøya versammeln sich einige von uns. Ihr seid über 1000 Beweise dafür, wir wollen und wir werden verändern. Kameraden, Utøya ist nicht nur ein Ort, wo wir über internationale Solidarität sprechen. Utøya ist international. Eine Solidarität. Und deswegen bin ich besonders stolz, um Freunde willkommen zu heißen. Wir haben Besuch aus Schweden, Sverige, Uganda, Libanon, Palästina, Chile, Swasiland, Westsahara, Georgia, Finnland, Grönland, Vitterrussland, aus Weißrussland, den Färöern, Palästina und Dänemark. Liebe Kameraden, wir sind so stolz, euch hier zu haben und wir sind so stolz, euch unsere Schwestern und Brüder nennen zu können. Und auch wenn unsere Kämpfe unterschiedlich sind von euren, wir teilen alle dieselben Werte von Gleichheit und Solidarität. Dank an euch, hier zu sein, und wir preisen unsere Freundschaft. Liebe alle, der Weg hierher war lang und es ist vielen Dank schuldig. Dank an alle,
die dazu beigetragen haben, dieses möglich zu machen. Dank an die mutigen AOF-Mitglieder, die schwierige Beschlüsse fassten. Das sind die alten Vorstandsmitglieder. Dank an die Veteranen der Insel, die die Insel wieder aufgerüstet haben. Dank an alle, die freiwillig mitgearbeitet haben, Gras geschnitten haben, gestrichen und gezimmert haben. Und nicht zuletzt, Dank an das Volk in Norwegen, das uns unterstützt hat, das Geld eingesammelt hat und verstanden hat, wie wichtig dieses für uns ist. Und der Dank von uns allen, den sehen Sie hier heute. Wir sind hier auf dem Sommerlager auf der Utøya. Wir sind heimgekehrt. Liebe AOF-Mitglieder, gestern sang Michael Wiehe um die Stimmen, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen, um die Stimmen, die nicht niedergekämpft werden können. Liebe Freunde, Michael Wiehe singt Lieder um AOF-Mitglieder im Sommerlager. Ihr seid die neuen Stimmen, die singen sollen. Ich freue mich darauf, in diesem Chor mitzumachen. Herzlich willkommen zum Sommerlager.